Und heute erkunden wir zusammen den letzten geheimnisvollen Ort hier auf Manapi Farm. Ihr seid neu auf dem Hoshi-Kanal, herzlich willkommen und vergesst auf jeden Fall das kostenlose Abonnieren nicht. Und nochmal für alle Althoshianer, schaut, ob die Glocke aktiviert ist, damit ihr kein Video hier von Manapi Farm verpasst. Ja, bei diesem Shitwetter kann man wirklich nicht so besonders viel machen. Pferdetechnisch, wie gesagt, sind wir hier momentan ja so ein bisschen gestrandet. Hier vor lauter Eisplatten und so weiter können wir also überhaupt nicht ins Gelände gehen. Obwohl wir am Wochenende in den Nachbarort wollen. Dort gibt es einen Roundpen bei Bekannten und da wollen wir ein bisschen was mit den Pferden machen. Ich werde natürlich separat drüber berichten. Und so bleibt uns jetzt hier ein bisschen Zeit, Manapi noch weiter zu erforschen. Es gibt nämlich noch einen einzigen geheimnisvollen Ort, an dem ich selbst auch noch nicht war. Ich hatte ja letztes Jahr, glaube ich, schon ein Video gemacht von einem geheimnisvollen Raum. Den verlinke ich euch hier oben nochmal, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und das war schon sehr spannend, den zu erkunden. Aber heute, wie gesagt, ein geheimnisvoller Ort, den wir jetzt erstmal suchen müssen, weil wo könnte der noch sein? Also für alle Hoshianer jetzt mal Pause drücken und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wo dieser Ort vielleicht sein könnte. Großes Gequake. Wo könnte dieser Ort sein? Wo könnte dieser Ort sein? Hier die Futterkammer, hier die Tür, da waren wir schon, auf dem Dachboden über der Futterkammer. Dann haben wir ja hier unseren alten Kuhstall. Und da war der letzte geheimnisvolle Raum, nämlich oben drüber im Heuboden. Das haben wir schon gesehen, das ist auch der alte Kuhstall. Hier hinten ist die alte Scheune. Und dann der Kälberstall und dann eben der Schweinestall. Und oben drüber nochmal ein Riesenempor, wo momentan gar nichts drin ist. Aber den haben wir auch schon gesehen. Haus könnte man natürlich noch mal schauen. Im Keller waren wir auch schon. Da sind jetzt ja momentan die Katzen. Ja, sonst bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Hier haben wir noch ein Geheimnis. Na, obwohl geheimnisvoll ist es auch nicht mehr. Werdet ihr auch schon alle kennen. Eben der Entenstall. Und oben drüber auch noch mal ein Lager. Die wird immer gern gelagert. Ja. Jetzt fällt uns überhaupt nichts mehr ein. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen und direkt zeigen, wo der geheimnisvolle Raum ist. Er ist nämlich draußen bei den Pferden. Hier unten die Katzen schnurren schon, sind jetzt eben hier alle aus dem Nichts aufgetaucht und die werden wahrscheinlich sagen, ich weiß genau, wo dieser Ort ist, weil die kennen ihn garantiert. Noch als kleiner Tipp, Mowgli wohnt in diesem Ort. Okay, ich will es nicht so spannend machen, weil ganz so dramatisch ist das Ganze natürlich auch nicht. Hallo Entchen, hallo die Entchen, und ist alles gut bei euch? Ist alles gut bei euch? Ja? Oh, da kommt gleich die Holly angeschossen. Ja, ich will ins Fernsehen. Ja. Ja, und du bist eine Tolle, gell? Du bist eine ganz Tolle, bist du. Jawohl. So, dann gehen wir mal direkt raus. Ich habe mich hier schon bewaffnet mit einer Leiter, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Sonst können wir diesen Ort nicht erreichen. Bewaffnet mit meiner Leiter bin ich hier im Pferdeparadies angekommen. Wird auch schon ganz komisch angeschaut. Was hat er denn jetzt vor? Was macht er denn nur? Herrlich. Und da gehen wir auch weiter, weil dieser Ort ist genau hier oben drüber, nämlich über dem Pferdestall. Sieht noch gar nicht so spektakulär aus, aber es ist hier tatsächlich nochmal wie so eine Art Dachboden drüber. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, wenn ich mit der Leiter mich drehe, dass ich hier nichts irgendwie kaputt mache. Also ich stelle jetzt gleich mal die Leiter an und dann gehen wir mal zusammen hoch.
dran denken, weil ich bin nicht ganz schwindelfrei. Ja, und das sieht schon richtig toll aus. Ich mag das ja, wenn man hier so alte Sachen erkundet. Und hier gibt es ganz viele Dinge, die richtig schön sind. Schauen wir sie uns mal einzeln an. Ich probiere jetzt mal mit der Kamera da irgendwie nach hinten zu kommen. Kein Geländer, nichts. Freier Fall sozusagen. So, und da steht schon was, da geht richtig, ja, mein Herz auf. Und zwar ist das einmal hier eine Sitzbank, aber das ist keine gewöhnliche Sitzbank, sondern die gehört zu einer Kutsche oder zu einem Leiterwagen. Das kann ich gar nicht genau sagen. Hier sieht man die alten Holzräder. Hier ist die Deichsel. Das hier sind die Umrandungen außen. Also es ist doch ein Leiterwagen dann. Ist alles dabei, die zwei Räder. Und wirklich alles komplett hier. Und da bin ich schon mal sehr neugierig, wenn wir das Ganze mal runterräumen und wieder aufbauen. Weil das kommt mit Sicherheit noch, ja logischerweise, aus der Pferdezeit, ne, wie früher noch mit Pferden dann eben hier Dinge transportiert wurden. So wie beim Michel oder wie bei den Waltons oder so. Ne, die Waltons hatten ja schon Autos. Hier sind noch alte Weidekörbe, auch ganz tolle Dinge. Ja, also das ist schon mal richtig, richtig toll. Also mal gucken, wie ich jetzt hier weiterkomme. Dass ich wieder zurückkomme, ohne dass ich hier den Abgang mache. Das ist nicht ganz so einfach. Oh. So, wieder gerettet. Und hier geht es ja noch weiter. Das hat man früher halt gern gemacht, dass man einfach ja, Dinge, die man nicht gebraucht hat, erstmal irgendwo gelagert hat und da sind sie meistens dann vergessen worden. Also ist es eigentlich ein vergessener Ort. Hier, alter Rechen. Das ist auch sehr interessant hier drüben. Also hier unten, was man hier sieht, das sind die ganzen alten Zimmertüren von Manapi, also vom Haus. Da muss ich auch mal schauen, ob man die noch irgendwo vielleicht retten kann. Weil die sind nämlich auch richtig toll. Die habe ich allerdings schon von unten gesehen, weil die ja hier als ja, Zwischenbrett quasi genutzt wurden. Das hier, das scheint ein altes Bett gewesen zu sein. Noch so ein richtig altes Holzbett, wie man die früher hatte. Das Vorderteil, das Hinterteil. Und dann wird auch irgendwo noch das Zwischenbrett sein. Das sehe ich jetzt allerdings nicht. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, wo ich hindrehe. Jetzt können wir da mal weiter nach hinten gehen. Hier ist, wie gesagt, die Deichsel von der Kutsche. Dann hier alte Leiter. Krach, krach. Alte Leiter. Das ist hier so von einer alten Waage, scheint es zu sein. Eine alte Waage. Das sind noch die Dings, die Aufnahmedinge. Boah, da kracht so verdächtig. Muss ein bisschen aufpassen. Ach, das hier ist eine alte Schnitzbank, so wie das aussieht. Muss ich jetzt gerade mal wegdrehen. Oder? Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, was das ist. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist. Das könnte allerdings auch von der Waage irgendwas sein. Also das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht so zuordnen. Könnt ihr mir noch reinschreiben, wenn ihr da was mit anfangen könnt, was das sein könnte. Dann geht es hier hinten weiter, ein alter Kinderwagen. Jetzt mal gucken, wo ich wieder hindreht. Da, ein uralter Kinderwagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann. Ich kann allerdings auch nicht rausziehen, weil er so schwer ist. Ein richtig uralter Kinderwagen, würde ich mal behaupten. Ah ja, und hier ist das andere Teil vom Bett. Dann sind hier noch alte Stühle. Da einer, dort einer. Und weiter nach hinten komme ich leider nicht. Mit der alten Leitern. Und ich denke, da hinten sind noch mal so einige Dinge verborgen, weil da schaut auch sowas wie ein Rad wieder raus. Vielleicht ist ja dann da auch noch mal sowas Kutschenmäßiges. Also ich finde es richtig spannend und aufregend hier oben. Und ich freue mich schon, wenn wir hier oben mal komplett ausräumen und mal schauen,
was man vielleicht dann so als Dekoration einmal im Hof und dann vielleicht auch im wirklichen Leben noch verwenden kann. Ich nehme an, das war früher vielleicht gedacht als Altholz oder als Brennholz. Aber ganz gut, dass es niemand in dem Moment genutzt hat. Da hinten sind auch noch so einige Sachen. Würde ich am liebsten mal hinklettern. Aber da sind mir die Bretter drunter etwas zu dünn. Obwohl das mit Sicherheit ein Highlight wäre, wenn ich jetzt hier mit Kamera abstürzen würde. Nee, wollen wir natürlich nicht. Also ich fand es auf jeden Fall bis hier schon mal super spannend. Das ist wirklich super spannend. Hey, das gehört ja auch zur Kutsche. Das ist auch nochmal so eine Sitzfläche von der Kutsche hier. Das ist noch das alte Lederbezug. Also auf die freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Nein, die hat 4 Räder. Da sind hier 2 große Räder. Und dann nochmal ein kleines. Da fehlt eigentlich noch eins. Da wird irgendwo noch eins liegen. Und dann haben wir hier eine komplette, richtig alte Kutsche. Also richtig toll. Bin total begeistert. Und schade, dass es nicht noch mehr solche Orte oder Räume gibt, die man so erkunden kann. So, jetzt aber schnell wieder nach unten. Alter, ist mir es dann doch irgendwie sicherer. Und da können wir gerade noch von unten schauen, wegen den Türen. Oh, die sind wirklich klasse. Sieht man hier oben. Das sind also wirklich noch so richtig alte Zimmertüren. Hier sogar eine noch mit einer Holzklinke dran. Also wirklich richtig schön. Und vielleicht kann man die ja auch nochmal aufarbeiten. Weil ich finde, die passen natürlich zu so einem alten Haus viel besser als diese ganzen 70er Jahre Pappendeckeltüren. Also auf jeden Fall hat sich der kleine Ausflug mal gelohnt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch mit Spannung dabei wart. Alles wieder zurückgebracht. Man sieht hier nur noch so die üblichen Überreste. Wenn ich auf Expedition bin, kann ich meistens eine frische Hose anziehen. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Funde findet und was ihr vielleicht mitmachen würdet. Würde mich sehr freuen. Ach, es gibt übrigens auch Neuigkeiten bezüglich der Equitana in Essen. Und zwar werde ich da am 9. und am 10.3. jeweils den ganzen Tag auf der Messe sein. Also falls ihr auch plant, auf die Equitana nach Essen zu kommen, plant das erste Wochenende ein. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Am 9. und am 10. wird auch dementsprechend die Webster Convention dieses Jahr wieder stattfinden. Ich glaube am 9. mit Pferd und am 10. als Autogrammstunde. Wir hatten uns schon überlegt, mit Nash hinzufahren. Allerdings bekommen wir das organisatorisch nicht ganz geregelt. Aber ich hoffe, dass wir dann vielleicht auf der nächsten Messe mit Nash kommen werden.
war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch so gern an geheimnisvolle Orte gehen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ach du, ein kleiner Willow. Du bist ein kleiner Willow.